Ich glaube, wir haben einfach von Anfang an gezeigt, wer der Chef hier im eigenen Stadion ist. Wir sind sehr dominant aufgetreten. Ich glaube, dass da gar nichts angebrannt ist von Anfang an. Wir haben eine super Partie abgeliefert und so können wir aufbauen. Also ich denke, es sah heute phasenweise sehr, sehr gut aus und auch fast ein bisschen einfach aus. Der Gegner ist sicherlich nicht so schlecht, wie heute von uns dargestellt worden ist, aber das muss man sich auch einfach hart erarbeiten. Das haben wir in den ersten 30 Minuten gemacht. Wir sind einfach eine gute Mannschaft und wir wussten, mit dem Ergebnis 3-1 auswärts, zu Hause sind wir einfach gut. Das hat man heute wieder gesehen, lass uns nicht aus der Ruhe bringen, haben direkt wieder eine super erste Viertelstunde, wo der Gegner gar nicht weiß, wo links und rechts ist. Ja, zu Hause sind wir einfach eine Macht. Man hat ja dann immer noch so ein bisschen Funke Hoffnung, wenn man Bern ist, und die haben wir im Keim erstickt und haben dann sehr, sehr clever und sehr, sehr gut den Ball laufen lassen, und dann wird so eine Mannschaft dann irgendwann gebrochen, dann merkt man, dass sie nicht mehr so richtig anlaufen, dass sie sich dann beschweren untereinander, und wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, das haben wir sehr, sehr gut gemacht und von daher auch hochverdient, auch in der Höhe gewonnen. Und das war so der krönende Abschluss der letzten Saison. Das wollten wir unbedingt, das war zu Beginn der Vorbereitung auch so der Fokus drauf gelegt, auf die ersten beiden Playoff-Spiele in die Champions League. Wir haben letzte Woche uns eine gute Ausgangslage hergestellt und haben heute, glaube ich, von der ersten Minute an gezeigt, dass wir da nichts mehr anbrennen lassen wollen. Hatten vor dem 1-0 sogar schon einen Pfostenschuss, darüber hinaus immer wieder zur richtigen Zeit die Tore gemacht und, glaube ich, auch in der Höhe verdient gewonnen. Also eine härtere Gruppe als letztes Jahr gibt es wahrscheinlich nicht, aber ja, also in der Champions League machen alle Spiele Spaß, und von daher, ich hoffe auf die Gegner, gegen die ich noch nicht gespielt habe.